Also ausschließlich Russisch wird hier geschrieben. Pulltimer haben sie gemacht, das finde ich ja gut. Aber mit. Ach, der eine war nicht ready und man hat trotzdem den Key reingeschmissen. Gut! Gut, so viel dazu. Ich weiß nicht, rechts oder links rum. Ich weiß halt leider nicht mal, um ehrlich zu sein. Also die Prozente habe ich keine Ahnung, ne? Wie es aussieht, was wir pullen müssen, was nicht. Und ich weiß halt auch nicht, was jetzt der gute Weg ist im Endeffekt. Weißt du, was ich meine? Aber ja, sie greifen den Schemen halt an. Günstig. Ja, ich bin ja die ganze Zeit random unterwegs in den Dungeons. Aber das ist jetzt nur ein Neuner, also ich muss jetzt hier nicht nach Pride Ausschau halten, was ganz gut ist. Ich weiß halt nicht, wie viele. Sollten wir die Dings echt mal binden? Ich weiß halt nicht, wie viele Dings wir brauchen, ne? Wie viele Mobs, ob wir viel skippen können, ob wir viel machen müssen. Das weiß ich halt schlichtweg nicht. Ich mache jetzt einfach mal so, wie ich meine, und am Ende werden wir ja sehen, ob. Also, ich versuche jetzt mal ein bisschen was auszulassen, ne? Und am Ende werden wir sehen, ob wir overgecapped haben oder ob es passt. Ach, wir haben diesmal einen Feral dabei. Ich würde sagen, die nehmen wir jetzt mal mit, die zwei. Ich kann wahrscheinlich schon ein bisschen mehr pullen, ne? Aber. Letzte Woche war ich hier dran. Bolstering, ne? Hab hier die ganzen Blubs gepullt. Ganz böse, böse Ding. Wir sind aber auch nicht viel weiter gekommen als hier, weil dann sind die ersten Leute rausgelieft. War ein bisschen kacke, das hat ein bisschen hochgeboostert, könnte man so sagen. Jetzt Inka hat, würde ich alle pullen, aber ich glaube, wir machen jetzt mal slow. Warte mal, spawnen die alle Geister, die Viecher? Oh, das ist ungünstig. Wer hat hier reingeschissen? Wir haben jetzt halt ein bisschen viele Geister an der Hacken. Kann halt noch nicht routen. Okay, wir wollen jetzt nicht noch einen. Wir müssen von den Geistern weg, sonst wird das nix. Wir ziehen jetzt mal ein bisschen raus. Müssen die Blobs halt routen. Sonst heilt er sich jedes Mal wieder. Ja, der Worry ist wieder da. Ah, schau mal, jetzt kommt hier. Ich habe noch keinen Root ready. Jetzt schon 13 Stacks. Puh. Ist beim Boss genauso läuft. Wir haben zwei Druids. Eigentlich dürfte es kein Stress sein. Muss man das so irgendein Shortcut oder so drauflegen, ne? Das ist immer ein bisschen ätzend. Hier haben wir nochmal desorientiert. Okay. Gut, dann auf geht's. Eindringlinge, ihr werdet am Stück verschlungen.
Ach, der hat hier sogar eine Dings, ne? Eine Cappy auf. Oder so eine Weihnachtsmütze. Ich muss ihn, glaube ich, ein bisschen mittiger ziehen. Wenn die Blobs gleich kommen. Oh, aber die. Na gut, wir haben eigentlich. Wir sind vier Druids, merke ich gerade. Wir haben eine Katze, wir haben einen High-Druid. Wir haben eigentlich so viele Mars-Roots. Eigentlich sollte es gar kein Stress sein. Also in der Gruppenkonstellation, wenn du die Adds nicht controllen kannst, dann hast. Dann weiß ich nicht. Also ich habe Mars-Root dabei. Okay, er hat anscheinend auch den Root. Komm, jetzt route ich mal die Mobs. Er hat sogar den Wirbel. Also wenn du es in der Konstellation nicht hinkriegst, ne, dann kriegst du es in gar keiner Konstellation hin. Ich habe jetzt ehrlich gesagt vorher nicht gecheckt, was wir für eine Gruppenaufstellung haben, bin ich ehrlich. So, hier wird es ein bisschen ätzend, was ich pullen kann und was ich nicht pullen kann. Ich glaube, ich lasse den. Achso, die wollen die außen rumlaufen? Ich glaube, die sollten wir machen. Ah, ich weiß nicht. Mit Randoms Sachen skippen, das hört sich immer gut an, ne? Also, Randoms ist jetzt hier nicht mal so, oh, die sind schlecht, sondern du hast einfach keine Absprache und keiner weiß, was der andere so macht, ne? Dann ist immer schwierig. Dann willst du hier was skippen. Ein anderer sieht es an. Ach du Scheiße, ich bin so geslowt. Sieht das bisschen anders und dann wird das dazu geedit, das dazu geedit. Ja, jetzt hat der Worry nämlich hier unten. Jetzt haben wir die anderen Mobs noch. Das ist es halt immer. Deswegen bin ich da immer nett. Jetzt komme ich hier nicht raus. Ich will jetzt aber nicht. Oh, fuck it. Ich wurde geroutet. Klar, ich könnte es weg Shadow melden, aber. Nicht weg Shadow melden, weg Shape shiften, aber dann hauen die mich in der Normalgestalt und das will ich vermeiden. Also, wir hätten ihn lieber machen sollen. Da oben rum zu skippen, das war schon wieder eine blöde Idee. Hat der Worry dran glauben müssen. Glaube, der kotzt vor und hinter sich, ne? Das ist so ein Kollege. Ich sollte mich vielleicht so ein bisschen seitlich drehen. Aber warte mal, der Worry hat die PvP-Spinne, oder? Das ist die neue. Hat er schon komplett durchgezogen. Noob, war das nicht die, die du haben wolltest? Komm, die tun wir doch jetzt mal Mars routen. So, da sind noch ein paar kleine Mobs drin. Der hat schon durchgezogen, der Kollege. Achso, dann haben wir hier neue Elite-Blubs auch noch am Start. Ich glaube, als Melee hast du mit den Geistern echt ein bisschen gelitten. Ich versuche jetzt mal alles immer nach hinten zu pullen, weil. Ach gut, die Blubs, die machen hier doch ein bisschen. Okay. Ich muss Inka ziehen. Die hauen ja richtig rein, die Kollegen. Ich hoffe, dass ich Inka wieder hab. Okay, jetzt habe ich das Fass aufgehittet. Ach, schau mal, kann man da Mobs mit killen? Alter, ich bin so weggeslowt. Alter Schalter. Nicht mehr feierlich. Weißt du was, ich hau jetzt das Fass auf. Weiß nicht, kann ich da Mobs reinziehen und die Mobs damit töten? Ist das wie ein toller Gore? Mit den Kanonen? Funktioniert das hier auch, oder? Ich kann da immer die Fleischformung ziehen, ne? Dann kriege ich irgendeinen Special Buff. Will die hinterpullen. Hier dürften sie nichts anderes adden. Das machen wir jetzt lieber vorsichtig hier. Das ist nämlich, glaube ich, die gefährlichste Stelle in der Instanz. Weil hier rennen so Viecher weg, ne? Und dann addet erste Gruppe, zweite Gruppe geaddet, dritte Gruppe geaddet. Also da ist dann richtig Ende. Heiler Um. Nö, der hat doch Mana hier. 60%. Sieht gut aus. Das Problem ist, die können halt immer nicht gleich recken, weil die Geister dann noch unterwegs sind, ne? Wie viel Trash haben wir denn jetzt schon? Komm, ich mach die Mobs jetzt auch noch weg hier.
Einfach um da noch ein bisschen Platz dann zu haben. Der Feral haut aber echt gut rein, muss ich sagen. Der Worry gestorben. Achso, der hat schon released. Das ist nämlich eine der ätzendsten Packs hier in dem Laden. Die hauen nämlich richtig rein. Die Mobs rennen halt auch weg. Ja, das. Ich habe die einen Mobs jetzt auch gemacht, dass ich gleich wieder Inka habe. Jetzt haben wir nämlich Inka. Ah, ich krieg so einen Debuff, dass ich weniger Leben habe. Alle Werte. Ah, okay. Deswegen ist das immer so eine ätzende Gruppe gewesen. Weil der Debuff dir übelst die. Ja, gut, wenn ich 45% weniger Leben habe, ist natürlich Kacke. Haben wir halbwegs gut gemeistert, hätte ich jetzt mal behauptet. Lass mal jetzt unten. So, hier bei. Ich habe jetzt halt immer noch die Debuffs. Okay, die haben wir schon mal weg. Bei den Mobs bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie man das am besten. Der da oben, ne? Da bin ich dann immer weggekommen von dem Kollegen. Ich kann die ja kurz bevor sie bei uns dran sind, nochmal wegkicken. Na gut, jetzt kicke ich sie halt in die Dings rein. In die. Vielleicht war das jetzt auch nicht ganz so gut. So, wie sieht's mit Mana aus? Passt, oder? Jetzt machen wir die beiden hier noch. Lassen wir sie explodieren und dann machen wir den Kollegen. So, ich habe noch Ding noch nicht ready. Da raus. Na super, jetzt sind sie doch nochmal hier reingespawnt. Oh fuck, was kriegt denn an Damage? Low ist so hart, ne? Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher ran. So, und bei den nächsten Mobs, da springt er ja hin und her, ne? Da habe ich immer noch nicht so ganz hundertprozentig raus. Wahrscheinlich ist es besser, wenn man die immer hier hinterpullt. Dass ich die wirklich hier komplett rauspull, dass er da nicht raufspringen kann. Ich bin außer Reichweite. Also, die Taktik hätte ich jetzt mal verfolgt. Weil der Boss springt ja hin und her, ne? Und. Wenn der Boss da reinspringt, dann ist sicher Feierabend. Deswegen ist, denke ich mal, rauspullen das Beste, was du machen kannst. War gerade bei 2%. Ja, dann habe ich nie aufgepasst. Das ist so kacke mit den Castern, ne? Wenn du wirklich nach Timbuktu rennen musst. Ah, seht ihr, da ist er rübergesprungen. Hätte ich die jetzt da auf der Plattform gemacht, dann hätten wir gelitten gehabt.
Muss ich mal schauen, wie er hin und her springt oder ob er dann stehen bleibt, nachdem er alle Plattformen einmal ab hat. Weil ich habe es bis jetzt jedes Mal, also ich habe das ja hier einmal im M0 gemacht und ein, zwei Mal mit dem Twink, ne, um den zu leveln. Und da ist er jedes Mal eigentlich mit in die Packs reingesprungen und das war halt eher ungünstig. Müssen wir mal gucken. Ach, der springt jetzt auch nochmal, okay. Der springt einmal die ganze Zeit im Kreis rum. Heißt, ja gut, wenn er jetzt hier rüber gesprungen ist und er. Nee, nee, das ist keine gute Idee. Das will ich nicht machen. Die wollen da hinten. Nee, nee, der springt da jetzt hin. Da würde ich jetzt nicht hingehen. Doch, wir können da. Ah, doch, das ist eine gute Idee. Das holt mich aus dem Stealth raus. Aber wenn er jetzt weiterspringt, dann können wir die pa das Pack da rüberziehen. Okay, doch, das war eine gute Idee. Nur den einen noch interrupten. Kriegen wir halt den Breath ab. Kommt er mit? Ich muss ganz nach oben, das hilft alles nichts mit dem Kollegen. Das hasse ich immer, ne? Wenn so Caster-Mobs nicht mitkommen. Und dann hast du immer so die Idees, die dich dann immer anmachen. Ja, zieh doch den Mob da raus. Du musst halt nach Polen laufen, dass der halt mitkommt, ne? Der eine Dude. Aber der macht gar nicht nach hinten raus, ne? Nur nach vorne macht er seinen Breath. Also es passt eigentlich. Oh fuck, jetzt habe ich den in den Worry reingekickt. Ich wollte ihn eigentlich wegkicken und dann Worry rennt halt da auch hin. Das ist suboptimal. Das war eigentlich nicht geplant. Aber in Polen gibt es schönes Feuerwerk. Stimmt, ja. Aber du kannst ja eh nicht großartig böllern, oder? Jetzt kommt er zu uns. Oh fuck, der macht da groß Einschlag. Wir haben gar kein HT, fällt mir gerade auf, ne? Ich sollte mir echt mal Drums besorgen. Also ich bin ja selber Lederer, ne? Also es wäre ja jetzt nicht unmöglich. Alter, die Eule, ne? 12 Mille. Jetzt geht's aber los hier. Also der Burst. Macht er jetzt? Hier, wir müssen das Explode-Ding killen, sonst. Ach, der hat da drüben jetzt auch noch ein Explode-Teil angemacht. Können wir jetzt nicht einfach den Boss nudeln? Das kriegen wir jetzt eh nicht mehr down, oder? Warum ist denn der Boss da jetzt in der Suppe drin? Ja, das geht jetzt hoch. Der Boss ist halt nicht mehr aus der Suppe raus. Ja, das war jetzt Kacke. Ich glaube, der Boss ist ausgerastet, weil ich nicht an ihm dran stand, aber er war halt in der Suppe drin gestanden. Eigentlich müsste er doch zu mir kommen. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ich glaube, wir haben den Boss zu schnell runtergedpst am Anfang und dann ist er rumgebackt. Er musste halt von ganz Anfang an durchlaufen, das ist halt echt ätzend. Ich weiß nicht, ich hasse Bosse, die sich wegporten und dann irgend so eine Scheiße machen. Ich glaube, der hat zu viel AE-Schaden gemacht, weil keiner mehr an ihm dran stand, ne? Aber. Aber ich stelle mich ja nicht in die Pfütze rein, dann kriege ich die ganze Zeit Damage.
Okay, Drufter. Ich weiß jetzt halt nicht, was da jetzt falsch lief, ne? Also bis jetzt, die Male, die ich in Mythic Plus 0 und im NHC gemacht habe, ist er jedes Mal halt wieder mitgelaufen. Vielleicht darf ich auch nicht von der Plattform runter, wo der. Da hat er den Debuff drauf, ne? Müssen halt den Schleim hier töten. Muss, glaube ich, am Boss dranbleiben, sonst rastet der halt aus, ne? Ich glaube, das war der Fehler. Auch wenn er im Schleim steht. Muss den lila Blob halt von der Bombe weghalten, sonst kriegt er halt den Debuff mit 75% weniger Schaden. Ja, ich glaube, ich hätte. Das Ding war, ich bin rübergegangen zum Boss und dann sind wir hier zur Bombe, ne? Ich glaube, das war der Fehler. Ich muss einfach mal am Boss bleiben, egal wo die Gruppe hinläuft. Weil der Boss kommt nicht zu mir mit, sondern ich muss beim Boss bleiben. Ich glaube, das war tatsächlich der Fehler. Wie viel Prozent haben wir denn? Na gut, 35% brauchen wir halt noch, ne? Also soweit ich weiß, ist ja unten, also nach dem nächsten Boss, sind ja auch noch. Sind im Gang auch nochmal 1, 2 Packs und dann um den Boss rum stehen auch nochmal Mobs. Jetzt weiß ich halt nicht, wie viel Prozent die bringen, aber ich schätze mal, so 10% müssten da eigentlich schon noch rumkommen. Schätzungsweise, ne? Aber wie viel das genau ist? 88%, bevor du runtergehst. Okay, ich habe 72 jetzt. Also dann brauche ich schon noch ein paar, dann brauche ich noch 10%, ne? Ah. Da haben wir einen Stealth-Mob. Ich denke mal, da können wir die Viecher schon mit reinziehen. Also ich brauche jetzt noch 10%. Also die beiden Packs muss ich eh machen und dann müssen wir vielleicht noch einen Seitenmob in Angriff nehmen. Okay, oh, was haben wir denn da noch alles? Okay, ich muss jetzt mal. Das sind viele Gegner. Aber was kommt denn da jetzt noch alles? Ah, fuck it. Jetzt haben wir wirklich alle Viecher. Jetzt haben wir, glaube ich, gelitten.
bin außer Reichweite. Oh, da kommt. Alter, was ist denn hier los? Das letzte Mal, wo ich da drin war, kann ich mich nicht an so viel Stuff erinnern. Das ist zu weit entfernt. Ich glaube, damit müsste es reichen, oder? Ich muss näher ran. War den auch im Combat? Also wir sind jetzt bei 83%. Ich glaube, den da hinten haben wir auch, oder? Ich weiß es gar nicht genau. Nee, passt. Der soll mal Mana recken jetzt, der Heiler. Wait, ja, ich hab schon verstanden. Na, das müssen wir hinter die Spinnen rausholen. Okay, auf geht's. Jetzt hat leider keine Inka mehr ready. Da müsste man eigentlich prozentual jetzt ganz gut aufgestellt sein. Es braucht nur einen Kratzer. Fürchtet den Dolch. Soll ich jetzt nochmal Ink? Komm. Haben wir alle. Ja, war doch vielleicht nochmal ganz gut, Inka reinzuhauen. Ich werde euch an Ort und Stelle töten. Die Rache wird mein. Jetzt haben wir nur 9 Minuten. Wenn wir jetzt nicht groß verkacken, dann müsste es eigentlich laufen. Wer beträgt das Haus der Seuche? Wer sucht das, was nicht beherrscht werden kann? Wenn ihr diese Macht so sehr wollt, dann holt sie euch. Ich bin außer Reichweite. Hier sind, glaube ich, welche dabei, die ich nicht so ganz tanken kann. Wenn die mich erwischen, dann hauen die richtig Damage rein, ne? Da war ja irgendwas. Jetzt muss ich mal gucken. Ich muss näher ran. Die langsamen Viecher, die haben nämlich richtig reingerotzt dann. Okay, ja, ich muss ein bisschen weg da. Das ist zu weit entfernt. Erhebt euch, Diener der Seuche. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. Ja, schau mal, die hauen so rein, wenn die in die Nähe kommen. Meister der Verwesung, hört meinen Ruf. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Ich glaube, das reicht nicht von den Prozenten. Wir haben jetzt 91. Ich glaube, du hast mir einen Käse erzählt. Warte. 99. Ach, waren wir bei 83? Ups. Aber 1% fehlt, scheiße.
Hätten wir da jetzt nicht erst den Boss machen? Ach, hier ist noch ein Ad. Ah ja, ich habe hier noch einen Mob, ja. Jetzt, wir haben ja eh einen Neuner, da ist ja egal. Es kommt ja jetzt eh kein Pride oder irgendwas. Okay. Ja, gut. 6 Minuten. Hier muss man nur ein bisschen ausweichen. Okay, drauf da. Also, was ich hier auf jeden Fall machen muss, ich muss mich in diese eine Fläche reinstellen, ne? Ja gut, hier Dings zu ziehen war jetzt nicht so clever. Ich bin außer Reichweite. Die darf ich ja nicht wirklich tanken, ne? Die machen ja blöde Sachen mit mir, wenn die mich hitten. Hier muss ich mich in die eine Fläche reinstellen, sonst natzt die mich weg. Sonst ist ganz bö... Oder sonst, dreht der Boss ein bisschen durch. Hier, genau, da muss ich mich reinstellen. Wir haben immer ziemlich guten Burst am Anfang und dann kommt irgendwie nicht mehr so viel, ne? Ein bisschen weggehen da von denen. Taunten wir den mal nochmal rein. Herr Postkampf dauert hier halt schon verdammt lang, ne? Also wenn ich das so sehe. Oh, da hat's einen erwischt. Da hat's einen erwischt. Sind wir mit der Russengruppe... War ganz gut durchgekommen. Der eine... Was kriege ich denn da wieder für eine Kacke? Habe ich schon wieder einen Umhang? Oh, aber der ist gut. Tempo Mastery, der ist besser als die Sachen, die ich habe. Tempo jetzt. Dritte Umhang. Ja, gut. War ja ganz okay. War ja ganz okay.